Aloha Seekräuter, aloha Wohnzimmerkapitäne. Herzlich willkommen zu diesem Ausblickvideo hier auf dem Seekreuz-Kanal. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es um einzigartige Verbesserungen, sozusagen der zweite Teil, und zwar um Schiffe, die bis jetzt noch keine einzigartige Verbesserung besitzen. Bei den CVs, ich weiß, da ist jetzt so ein bisschen eine Ausnahme, es gab mal welche, die wurden jetzt rausgenommen, jetzt kommen sie wieder und wir wollen uns genau mit diesen bisschen beschäftigen. Zuerst fangen wir an mit dem britischen Zerstörer, der Daring, und da wird in Slot 5 ein einzigartiges Modul eben nachgereicht. Und das heißt, wir müssen auf das Tarnsystem gegebenenfalls verzichten, wenn wir dieses benutzen wollen. Die Nachladezeit der Torpedowerfer wird um 10% reduziert. Das bedeutet, wir haben nicht mehr 125 Sekunden, sondern 12,5 Sekunden weniger. Und der Torpedoschaden wird um 15% erhöht. Also eine ganz ordentliche Portion. Da sind wir dann nachher so bei 18.500 oder 19.000 so in dem Bereich an Höchstschaden. Dafür, wie gesagt, gehen wir aber weiter auf. Das wird dann so um und bei wahrscheinlich 6,6 Kilometer sein, ja, wo wir dann zu entdecken sind. Im Moment ist der Fokus ja eher auf der Artillerie bei der Daring, und mit diesem Modul soll der Anreiz für einen Torpedospielstil so ein bisschen mehr gesetzt werden. Müssen wir aber schauen, ob sich das so durchsetzt. Wie gesagt, ihr seid immer gerne eingeladen, eure Kommentare konstruktiver Art und Weise unter dieses Video zu setzen, was ihr von den einzelnen Upgrades haltet. Bin schon interessiert daran. Meine Daring, ihr seht, ich bin sie schon ein bisschen gefahren, aber in letzter Zeit doch sehr, sehr selten. Das nächste Schiff steht schon im Hafen, und das ist die Kleber T10 Zerstörer der Franzosen. Die bekommen jetzt auch ein Modul, und zwar in Slot 6 sozusagen nachgereicht. Wir müssen dann also auf Artillerie, Nachladezeit zum Beispiel verzichten. So eine Sachen sind da eben Teil, ja, die man da einrüsten kann. Jetzt gibt es dann diese Tier. Erkennbarkeit zur See des Schiffes um 20% reduziert. Das heißt, wir können in Summe mit der Tarnung, mit dem Kapitänskill und mit dem Modul in Slot 5 sowie dem neuen legendären Modul 43% unserer Erkennbarkeit reduzieren. Heißt, wir sind irgendwo bei 6,5 Kilometer erkennbar. Verlieren dafür aber Nachladezeit der Hauptbatterie. Jetzt sind wir bei der Artillerie bei 7 Sekunden, kriegen 80% drauf, sind wir wahrscheinlich roundabout bei 12 Sekunden. Über den Daumen gepeilt jetzt gerade, nicht genau gerechnet, wo wir dann nachladen. Das wird also ein Nahbereichs-Torpedoboot, könnte man sagen, mit ultimativ hoher Geschwindigkeit. Ob das sich so durchsetzt, mag ich jetzt mal einen Ticken, ein Fragezeichen hintermachen, muss man ganz ehrlich sagen. In der Zeit, wo viel Radar unterwegs ist, viele Flugzeugträger unterwegs sind, und wenn man dann vorne beim Gegner aufgeht, ist halt ziemlich tödlich, ja, auch wenn man so eine hohe Geschwindigkeit hat und relativ viele Trefferpunkte. Ist interessant, weil es anders ist, als es vorher zu fahren war, aber ich finde nicht unbedingt besser, meine persönliche Meinung. Nächstes Boot, was ein legendäres Modul oder einzigartige Verbesserung bekommt, ist hier unsere Harugumo auf T10, japanischer Gandede. Und da gehen wir dann hier mal wieder in die Übersicht rein. Was ändert sich hier? Wir bekommen in Slot 5, also statt dem Tarnsystem-Modul, eben ein Modul, was die Nebelwanddauer um 30% erhöht. Das heißt, wir haben jetzt 97 Sekunden, das heißt 30% drauf. Gut 30 Sekunden werden es also ungefähr sein. Sind wir bei 125, 127 Sekunden in dem Bereich. Und es geht dann weiter, dass die Aktionsdauer des Nebelgenerators, die jetzt 20 Sekunden beträgt, um 100% gesteigert wird, also auf 40 Sekunden. Wir können also uns mit Viertelkraft im Nebel relativ gut bewegen, noch hin und her. Ja, also haben wir eine richtig lange Nebelwanddauer. Wenn man jetzt mal sieht, die letzte Wolke, ja, also 40 Sekunden auf die 120 Sekunden drauf, sind wir 160 Sekunden im Nebel. Das ist schon eine ordentliche Hausnummer. Und bei dem Verbrauchsmaterial kriegen wir eine Aufladung mehr. Ob das jetzt beim Nebel nur ist oder ob sich das auf alle bezieht, das kann ich auch in der Übersetzung und im englischen Text nicht ganz klar herauskristallisieren. Deswegen, ja, müssen wir da mal abwarten, was da genau passiert. Werden wir dann sehen, kurz bevor das Update 097 live geht, wird man ja darüber gegebenenfalls nochmal berichten. Und der nächste Dampfer, der ein einzigartiges Upgrade bekommt, ist die Kremlin. Jetzt über ein Jahr im Spiel,
Und hier wird in Slot 6 ein Modul hinzugefügt, welches die Nachladezeit der Hauptbatterie nicht um 12, sondern um 18% reduziert. Dafür kriegt man aber einen Nerf bei der Reichweite, nämlich um 12%. Also sind wir dann deutlich unter 20 Kilometer von der Reichweite her. Unsere Nachladezeit ist jetzt hier 29, geht dann wahrscheinlich so runter auf 27 Sekunden. Aber hier die Besonderheit war ja das Schadensbegrenzungsteam, was hier nur begrenzt verfügbar ist, ne? Also hier 5 Aufladungen und hier die Reparaturmannschaft 4. Und damit man eben schneller nachladen kann, muss man eine Ladung der Verbrauchsmaterialien jeweils abgeben. Das heißt, wir haben nur noch 4 Schadensbegrenzungsteams und 3 Reparaturmannschaften. Das heißt, ihr könnt mehr Damage machen, dafür aber weniger lang überleben. Ihr müsst also noch vorsichtiger mit einer Kremlin dann umgehen, könnt dafür aber ordentlich reinhauen, wenn ihr es richtig anstellt und das Matchmaking euch ja wohlgesinnt ist. So könnte man das wohl ausdrücken. Ne? Überlebensfähigkeit gegen Feuerratenbonus. So sagt Wargaming, soll dieses Modul Anreize setzen. Und das nächste Schiff ist der erste Flugzeugträger. Die Audacious, die hatte noch nie ein legendäres Modul und bekommt jetzt ihr allererstes. Wir wollen uns mal angucken, wo wir das einbauen sollen. In Slot 6, Luftgruppenmodifikation 2, habe ich da aktuell drin. Das heißt, die Trefferpunkte der Flugzeuge wird um 7,5% erhöht. Was will uns Wargaming denn hier als Anreiz setzen, damit wir dieses Modul einbauen, was sie jetzt hier vorschlagen? Also, die Erkennbarkeit des Schiffes soll um 15% reduziert werden in dem neuen Modul. Das heißt, wir gehen nicht mehr 11,6 auf, sondern sind dann so um und bei 10 Kilometer erst offen. Die Dauer des Motorboosts der Flugzeuge soll um 20% verlängert werden. Also hier hätten wir dann so 7,5 Sekunden roundabout. Ja, 7,5, 8 Sekunden irgendwo dazwischen werden wir uns einsortieren. Bei den Schlachtflugzeugen und bei den Torpedobombern und HE-Bombern wäre es entsprechend noch länger. 20% auf 24 Sekunden sind ja dann ja 29 Sekunden roundabout, die wir dann hier länger den Motorboost benutzen können. Die Zeit, bis der Motor seine volle Leistung erreicht, also ihr drückt die Taste Motorboost und dann dauert es ja immer, bis gerade bei den Bombern und Torpedobombern, bis die Flugzeuge voll beschleunigt haben. Und die wird um die Hälfte verringert, also ihr beschleunigt einfach schneller. Ja. Und die Ruderstellzeit des Flugzeugträgers. Jetzt hier mit 15,7 Sekunden angegeben, 30% reduziert, wird dann wahrscheinlich bei roundabout 13 Sekunden oder so liegen in Zukunft. Ja, also da bin ich mal sehr, sehr gespannt. Wargaming erhofft sich, dass dadurch die Träger näher oder der Träger näher an den Gegner rankommt. Ihr seid schneller mit den Flugzeugen vor Ort, steigert aber euer Risiko und eure Flugzeuge werden schneller abgeschossen, weil ihr den Trefferpunkte-Bonus eben nicht mehr mitnehmt. Ich werde das Modul mal ausprobieren, mal gucken, wie sich das anfühlt und ja, wir werden dann sicherlich in unseren Livestreams mal darüber berichten, die wir ja regelmäßig auf Twitch ausstrahlen. Und dann sind wir bei der Midway, dem nächsten Flugzeugträger und der hatte nach meinem Kenntnisstand schon mal ein legendäres Modul. Ehrlich gesagt weiß ich die Werte nicht, weil zu dem Zeitpunkt war ich noch ganz weit weg von den Trägern, ja, und ja, deswegen kann ich jetzt im Moment nur beurteilen, was die Midway jetzt neu bekommt. Wir haben hier auf Slot 6 ja auch die Trefferpunkte für alle Flugzeuge um 7,5% erhöht und in Zukunft wird in Slot 6 eben statt der Schwerpunkt der Überlebensfähigkeit die Geschwindigkeit von Flugzeugen und von Bomben, also nicht die Geschwindigkeit der Bomben, sondern der Schaden der Bomben eben erhöht. Die Reisegeschwindigkeit der Bomber wird um 10% gesteigert. Das ist interessant. Ja, wir haben jetzt hier 134, kriegen 10% drauf, also 13 Knoten. Das ist dann 147 Knoten. Das kann also sich schon mal sehen lassen. Da wird dann nur sicherlich auch die Höchstgeschwindigkeit entsprechend steigen. Vermute ich jetzt einfach mal, wobei er hier ganz speziell Reisegeschwindigkeit hervorhebt. Naja, mal gucken. Und dann geht es noch weiter mit den HE-Bombenschäden, also dem Alpha-Damage der Granate. Der steigt auch um 10%, also um 1120 Punkte, die wir dann daher mehr an Schaden machen. Dafür haben wir aber wieder, das dürfen wir nicht vergessen, weniger Trefferpunkte auf allen Flugzeugen. Interessant, ich weiß aber nicht, ob ich das jetzt intensiv testen werde, muss ich ganz ehrlich sagen. Der Schaden der HE-Bomben finde ich jetzt schon sowieso mega bei den Amerikanern. Die Geschwindigkeit, da muss man halt arbeiten mit, aber habe ich mich eigentlich, was heißt gut eingespielt, ja, also so viel Gefechte habe ich mit der Midway jetzt auch nicht gehabt, aber ich finde es interessant, aber ich glaube nicht, dass es dafür sorgen wird, dass ich das jetzt häufig einsetzen werde, dieses Modul.
Und dann kommen wir zum letzten Träger, den wir heute in diesem Ausblickvideo hier vorstellen wollen. Und das ist die Hakuryu T-10 Flugzeugträger der japanischen Marine. Auch da wird in Slot 6 das legendäre Modul hinzugefügt, wie bei den anderen beiden Trägern auch schon. Aktuell gibt es bei mir eben auch Trefferpunkte oben drauf. Ich bin da relativ einseitig geskillt, würde ich sagen. Und World of Warships möchte in Zukunft in Slot 6 das Modul hinzufügen, was die Möglichkeit hat, 15% zur Höchstgeschwindigkeit der Flugzeuge draufzugeben. Also hier bei der Reisegeschwindigkeit 169 Knoten bei Schlachtflugzeugen plus 15%. Torpedobomber sind hier 149 plus 15%. Und dann haben wir hier bei den Bomberstaffeln an sich 156 Knoten plus 15%. Dafür wird aber die Dauer des Motorboosts, die hier ja mit 22, 22 und 6 Sekunden angegeben ist, um 20% reduziert. Das heißt, wir fliegen allgemein schneller. Wenn wir aber Motorboost benutzen wollen, können wir den nicht so lange benutzen wie sonst, um dann die höhere Geschwindigkeit eben zu erreichen. Das ist vielleicht ganz interessant, dass wir allgemein schneller durch die Flugabwehrzonen fliegen und nur für den Angriff, wo wir in dieser Flakzone drin sind, dann eben mit einem Speed sozusagen durch diese Zone durchfliegen. Das ist vielleicht interessant zu spielen. Allgemein verzichte ich dafür aber wieder auf Trefferpunkte, weil ich ein bisschen schade fände. Also ich glaube, mit den Trefferpunkten zusammen macht das gerade erst besonders viel Spaß. Und die Geschwindigkeit der Flugzeuge hier ist schon ganz angenehm. Ja, also ich finde sie ziemlich cool und von daher würde ich es eigentlich tendenziell eher nicht verändern. Ich werde mich damit sicherlich mal auseinandersetzen und wir müssen abwarten, wie sie dann kommen, hier die einmaligen Upgrades. Gut, das soll es jetzt schon gewesen sein von diesem Ausblickvideo zu den Veränderungen bei den legendären Modulen oder bei den legendären Verbesserungen. Ja. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es so ist, Daumen nach oben da lassen, Kanal abonnieren, weiterempfehlen. Und dann ja, schaut euch auch gerne mal ein anderes Video hier bei uns auf dem YouTube-Kanal an. Schiffseinweisungen im Fokus und so weiter. Und dann hoffe ich, wir sehen uns wieder oder lesen uns gerne mit den Kommentaren auch unter diesem Video, was ihr zu diesen Veränderungen denkt. Dann ja, wünsche ich euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Euer Seekrautz-Team, euer Andi. Ciao, ciao.